Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, das letzte Video liegt jetzt leider schon echt eine Weile zurück. Ich war leider gesundheitlich ziemlich angeschlagen, echt eine Erkältung nach der anderen. Wenig Zeit und dann war meine Kamera auch noch in Reparatur. Ja, aber heute gibt es mal wieder was Neues. Ja, ich bin heute hier in Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis in der Nähe von Villingen-Schwenningen. Und hier steht eine echte Rarität, ein echter Oldie. Das ist eine Remo 2095, ein dänischer Hersteller. Und die Anlage ist von 1990. Kenne die Anlage auch, habe sie schon oft von der Bundesstraße aus gesehen, Richtung Bodensee, auch schon ein paar Mal mit der Arbeit vorbeigefahren. Ja, und bisher stand sie immer und ich dachte, die wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr drehen. Aber jetzt Anfang dieser Woche bin ich nochmal vorbeigefahren und siehe da, sie läuft noch, das kleine Ding, richtig nice. Und da dachte ich, muss unbedingt hier mal vorbei. Ja, das ist wohl der Prototyp der Remo 2095, also 20 Meter Rotordurchmesser, 95 kW. Die einzige, die es von dem Typ gibt. Ja, scheint wohl kaputt gewesen zu sein und jetzt hat man sie wohl scheinbar repariert. Witzig, dass sich auch gegen den Uhrzeigersinn dreht, aber kennen wir von den älteren Anlagen eigentlich öfters. Ja, vielleicht Getriebe kaputt gewesen, vielleicht gab es auch keinen Besitzer, der sich drum gekümmert hat. Aber echt schön zu sehen, dass sie jetzt wieder läuft. Richtig geiler alter Oldie. Ja, Turmhöhe sind glaube ich 30 Meter. Gehört zu Hüfingen. Ist auch echt sehr gut mit Zug und Fahrrad erreichbar. Deshalb dachte ich, fahre jetzt heute hier unbedingt mal hin. Ja, ich werde mir das kleine Ding jetzt mal von nahem anschauen. So, ich stehe hier unter der Anlage. Die ist auch echt schon ziemlich zugewuchert. Also echt schon von Bäumen umstanden hier. Ja, von 1990 ist sie. Gerade eben habe ich schon mal erwähnt. Richtig cooles kleines Teil. Ja, da sieht man es auch, die Rotorblätter, quasi diese Kante, also quasi, ja, HKS, Hinterkantensegment, ist bei der in die andere Richtung, weil sie sich quasi in die andere Richtung dreht. Ja, jetzt wo man drunter steht, pfeift sie schon ganz schön, aber von Weitem ist sie eigentlich relativ ruhig. Narbe sieht so ein bisschen aus wie bei der G, einfach nur so ein Deckel oben drauf. Aber cool, dass sie jetzt nochmal Strom erzeugt. Ich dachte echt, ja, dieses Museumsstück wird irgendwann abgerissen und dreht sich nicht mehr, aber hat mich echt gefreut, als ich sie jetzt Anfang der Woche laufen gesehen habe. Ja, das Alter sieht man ja schon ein bisschen an. Hier oben am Übergang von Turm und Maschinenhaus auch schon ganz schön viel Schmiere. Aber dafür ist sie halt auch schon 33 Jahre alt. Und läuft immer noch. Klar, je älter sie werden, desto anfälliger werden sie natürlich, aber schon krass, dass das Teil schon so alt ist. Ja, hat sich ihr wahrscheinlich jemand angenommen, hat gedacht, ich repariere sie nochmal. Ist doch cool. Hier drüben ist der nächste Ort. Das müsste dann Hüfingen sein. Ja, steht auch relativ nah am Ort hier. Also ich glaube jetzt nicht, dass das hier ein Repowering möglich wäre mit einer großen Anlage. Wenn dann eine kleine, irgendwie 48, 53. Aber die wird ja leider gar nicht mehr gebaut. Ja, aber solange man sie ja noch reparieren kann, kann sie hier noch ein bisschen weiterlaufen.
So, hier hat man jetzt nochmal eine schöne Infotafel mit ein paar Facts. Also erbaut Mai 1990, Turmhöhe 30 Meter, Rotordurchmesser 21,84, Nennleistung 95 kW und erzeugt immerhin Strom für 40.000 Haushalte. Schon geil. Wer jetzt der Betreiber ist, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, das Schild ist von der Stadt Hüfingen gespendet. Betreiber weiß ich jetzt leider nicht, ob das ein privater Betreiber ist. Möglich, dass sie jetzt irgendwer gekauft hat und sie nochmal zum Laufen gebracht hat. Hier sieht man es jetzt nochmal von der anderen Richtung. Ah, ich feiere solche alten Anlagen echt richtig cool. Jetzt überall nur noch große Anlagen stellen, das wäre ein bisschen langweilig. Ah, ist schon ganz schön am Pfeifen. Ja, der Hersteller war mir gar nicht bekannt. Dänischer Hersteller ist wohl auch nicht mehr aktiv. Also größere Anlagen hat er gar nicht gebaut. Ja, aber cool, dass das hier der Prototyp ist, der Anlage. Und steht sonst nirgendwo. Richtig cool. Ja, von hier aus nochmal ein schöner Blick ins Ländle, in den Schwarzwald-Baar-Kreis. Und so im Hintergrund sieht man dann schon so die Ausläufer der Schwäbischen Alb. Ja, viel Windkraft gibt es hier nicht. Ist jetzt auch nicht so die windhöffigste Region. Aber es ist auch ein bisschen was in Planung. Hier hinten sieht man den Windpark Ippingen. Da stehen 5 Vestas von 126. Das ist so der einzige größere Windpark hier in der Region. Ja, und dort nebendran, auch von Juwi projektiert, kommt der Windpark Junge Donau hin. Das sind dann nochmal 5 Vestas-Anlagen, allerdings 450 mit 4,2 Megawatt. Müssten auch dieses Jahr aufgebaut werden. Also da bin ich auf jeden Fall am Start, wenn die gebaut werden. Vestas 426 ist jetzt auch nicht so die beste Schwachwindanlage. Da kann die 450 schon mehr. Ja, und da hinten auf dieser Anhöhe, das ist die Länge. Da steht schon eine einzelne Anlage. Das ist Da steht eine S70, S77. Ja, und da ist der Windpark Länge geplant. War schon mal genehmigt mit 6 Anlagen. Ursprünglich glaube ich N131. Und dann hat man dem Park die Genehmigung entzogen, weil man quasi die Waldumwandlungsgenehmigung separat von der bundesemissionsschutzrechtlichen Genehmigung erteilt hatte. Und da hatte ein Umweltverband geklagt und hat Recht bekommen. Also die Flächen sind auch alle schon gerodet. Man hätte mit dem Bau beginnen können, aber dann gab es einen Baustopp. Ja, jetzt hat man eine neue Genehmigung für 6 neue Anlagen und hat dann auch nochmal umgeplant. Also da sollen jetzt 6 N163 gebaut werden. 164 Meter Nabenhöhe, also nochmal eine ganze Nummer größer. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob da nochmal neu gerodet werden muss oder... ja, jedenfalls hat es jetzt geklappt mit der Genehmigung. Kriegt die Kleine hier noch Gesellschaft. Ja, ansonsten relativ plattes Land hier. Also für baden-württembergische Verhältnisse. Ah, und dann hier irgendwo war auch noch ein Windpark geplant mit E160, IP5E2. Anfangs waren es 7, dann hat man auf 3 reduziert. Das war der Windpark Bräunlingen. Ja, und da hat es jetzt aber leider auch Verwerfungen zwischen Projektierer und der Gemeinde gegeben. Und das hat jetzt Energiequelle übernommen und geht das Projekt jetzt nochmal neu an.
was jetzt da für Anlagentypen hinkommen und wann. Keine Ahnung. Ich bin mir jetzt auch nicht genau sicher, wo der Windpark hinkommen soll, aber heißt auf jeden Fall dann Windpark Bräunlingen. Bin schon mal gespannt, was da noch kommt. Also ist es ein bisschen was geplant hier in der Region. Und da drüben ist nochmal die kleine süße Remo. Ja, ich packe jetzt auch mal noch die Drohne auf, mache mal noch ein paar Aufnahmen von oben. Sieht bestimmt auch cool aus. So, hier noch mein letzter Blick auf die Anlage. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Es wird jetzt langsam schon dunkel. Und es ist auch verdammt kalt. Ich habe echt richtig kalte Finger jetzt nach dem Drohne fliegen. Und kommen auch gerade so ein paar Schneeflocken runter. Also ich habe es echt ein bisschen unterschätzt, wie kalt es eigentlich ist. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Anlage findet. Hat mich jetzt echt gefreut, die zu besuchen und sie auch mal laufen zu sehen. Cool, dass sie noch läuft. Ja, und dann eine echte Rarität, das Ding. Nochmal einen Blick in die andere Richtung, Richtung Schwarzwald. Da habe ich auch nochmal ein paar Anlagen entdeckt. Zwei einzelne Anlagen. Die stehen in Bonndorf. Da steht eine, das ist eine E58. Sowas. Und eine kleine E40 steht ja auch noch irgendwo rum. Da ist sie. Ja, da hinten geht jetzt schon die Sonne unter. Deshalb werde ich mich jetzt geschwind auf den Heimweg machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe auch noch mal ein paar coole Drohnenaufnahmen gemacht von dem kleinen Ding. Sieht richtig cool aus von oben. Die gibt es dann im Anschluss. Ja, und ich hoffe, in nächster Zeit werden noch mal ein paar mehr Videos folgen, wenn es jetzt auch wieder ein bisschen wärmer wird und meine Kamera jetzt auch wieder repariert ist. Genau, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!